Erneuter Ausverkauf bei Laura Müller 21. Zur Weihnachtszeit erfreut sich die Gattin von Michael Wendler, 49, auch in diesem Jahr wieder des luxuriösen Adventskalenders ihres Mannes. Unter anderem darin enthalten ein Range Rover, eine Luxushandtasche und neue Hermes-Latschen. Während sich beinahe täglich neue Klamotten und Accessoires hinzugesellen, will Laura nun aber auch einiges loswerden. Im Netz verscherbelt sie wieder einmal Klamotten, unter anderem die ihres Göttergatten. In ihrer Instagram-Story rührte die 21-Jährige eifrig die Werbetrommel für ihre Verkaufsaktion. Unter anderem bot die Influencerin ihre Louis Vuitton-Ohrringe feil, die sie bei einem Wendler-Konzert getragen hatte. Auch für Fans des Schlagersängers ist etwas dabei. Ich habe seine Unikate, seine legendären Auftrittsjacken, rausgesucht. Verkündete Laura, und als Schmankerl obendrauf gibt es noch ein handsigniertes T-Shirt des Musikers. Für ein Kleidungsstück verlangt die ehemalige Let's Dance-Kandidatin bis zu 4.800 Euro. Ob die reichen Gaben im Adventskalender also vielleicht doch eine Spur zu teuer waren oder ob lediglich der Platz im Kleiderschrank knapp wird? Erst vor wenigen Wochen hatte Laura nämlich schon einen Verkauf gestartet. Im November verhökerte sie ihre Luxushandtaschen, und das mit vollem Erfolg. Schon damals wurde über die Beweggründe spekuliert. Immerhin gibt es um die Wendlers immer wieder Gerüchte um finanzielle Probleme.